Alles klar, herhören. Private Martin, heute absolvieren Sie den Hinderniskurs und das Waffentraining. Bevor Sie mit dem Hinderniskurs beginnen, lesen Sie die Schilder da und tun Sie, was draufsteht. Gut, prüfen Sie jetzt die Einsatzziele. Wie Sie sehen, ist das aktuelle Ziel hervorgehoben. Zusätzlich ist die Lage des aktuellen Ziels mit einem Stern auf Ihrem Kompass markiert. Wenn Sie sich dem aktuellen Ziel nähern, wandert der Stern in die Mitte des Kompasses. Das ist nah genug. Sie werden sehen, dass das Ziel jetzt abgehakt ist und Sie ein neues haben. In Ordnung, Martin. Öffnen Sie das Tor und laufen Sie durch den Hinderniskurs. Los, los, los! Martin, schön, dich zu sehen. Bewegung, ich habe Sie also auch hierher verfrachtet. Die vakante Kette des Kaffeeklatsch. Rüberspringen, Elder. Na los, vorwärts. Nicht übel. Jetzt rein in den Dreck und rocken Sie unter dem Stacheldraht durch. Sergeant, machen Sie diese MGs bereit. Los, los, los! Na los doch! Private Martin, gehen Sie durch diese Tür. Sergeant Moody wird Sie durch das Waffentraining führen. Private, ich bin hier oben, im Wachturm. Nehmen Sie einen der M1A1-Karabiner vom Tisch. Zusätzliche Munition können Sie von herumliegenden Waffen des gleichen Typs aufsammeln. Nähern Sie sich dem Zaun und feuern Sie 6 Kugeln auf Ihr Ziel. Feuern Sie 6 weitere Kugeln in verschiedenen Stellungen auf den Boden. Im nächsten Bereich. Nehmen Sie jetzt ein Springfield-Gewehr vom Tisch. Im Austausch gegen Ihren Karabiner. Drehen Sie sich nach links, gehen Sie zum Zaun und feuern Sie 2 Kugeln auf das Ziel. Blicken Sie weiter durch das Zielfernrohr und feuern Sie 2 Kugeln ab. Ich hoffe, es ist klar, dass Sie mit der Zielvorrichtung genauer zielen können. In Ordnung, Private. Weiter zum nächsten Bereich. Sofern Sie nicht 3 Arme haben, können Sie auch nur 2 Waffen tragen, abgesehen von Handfeuerwaffen und Granaten. Feuern Sie 10 Kugeln auf das Ziel, zuerst aus der Hüfte und dann mit Blick durch die Zielvorrichtung. Vergessen Sie beide Schussarten. Gehen Sie ein paar Schritte und blicken Sie durch die Zielvorrichtung. Sie bewegen sich dann langsamer. Im Nahkampf können Sie den Gegner mit dem Kolben Ihrer Waffe schlagen. Das nennt sich Kolbenschlag. Versuchen Sie es mit der Thompson. Und passen Sie auf, Junge. Das Ding ist geladen. Feuern Sie noch 3 Kugeln auf das Ziel. Hervorragend, Private. Weiter zum nächsten Bereich. Nehmen Sie die Granaten vom Tisch. Na los. Werfen Sie in jede Öffnung vor sich eine Granate. Und los. Gehen Sie hinter den Pfeiler und lehnen Sie nach links und rechts. So haben Sie Deckung vor dem Feind. Die letzte Übung sind Sprengsätze. Das Zeug hat extreme Sprengkraft. Gehen Sie verdammt nochmal vorsichtig damit um, sonst gehen Sie selbst mit hoch. Beachten Sie die Stoppuhr, die erscheint. Auf ihr sehen Sie, wie viel Zeit Sie noch haben, um Ihren Hintern wegzuschaffen.